wären ich und hoffe, dass es ein glatter Tag wird, dass wir viel sehen. Eben mit auch einem Studio von Ihnen, wo Sie arbeiten. Und ja, lassen wir uns einfach überraschen. Dankeschön. Genau. Aber fangen wir doch einmal von vorne an. Alles hat angefangen beim Publikumseingang und die Schweiz im Herzen bei TPC. Irgendetwas nicht klar, Herrschaften? Also Mantel abgeben und ab zum Aperitif. Denn hier dabei gibt es doch viel zu erzählen. Man kennt sich etwa. Die erste Überraschung ist ja schon einmal der Aperitif. Anschließend bleibt noch ein wenig Zeit, um die Speisekarte zu studieren und dann ans Buffet stürmen. Dann aber wird's ernst und wir sind charmant gebeten worden, den gemütlichen Teil zu vollenden. Es geht an den Beginn von unserer kleinen Besichtigung. Am Anfang ist sie da gewesen, die Bürokratie, ohne die geht gar nichts. Somit haben alle einen Besucherausweis bekommen oder auch zwei. Nach einer kurzen, aber herzlichen Begrüßung von unserem Guide ist uns gezeigt worden, dass die Zeit drängt und was Schweizer Fernsehen alles so produziert. Unser Rundgang beginnt unter einem Sternenhimmel von Scheinwerfern und landet dabei im Studio vom Medienguru Roger Schawinski. Hier also fühlt er seinen Gesprächspartner auf den Zahn und teilweise kommt die Antwort prompt. Scheinwerfer und Kameras, soweit das Auge blickt. Und auch der geheimnisvolle Schlitz, an dem Roger seinen Bildschirm führen zaubert. Eine von diesen Kameras kostet inklusive Stativ, jedoch ohne Kameramann, ca. 260'000 Franken. Der nächste Besichtigungsort sind nicht etwa die Scheinwerfer, jedoch gehören sie zur Publikumsinformationssendung Kassensturz. Warum da dafür so viele Scheinwerfer sind, weiss nur der Fachmann. Wahrscheinlich um alles ins richtige Licht zu setzen. Dann aber geht's Schlag auf Schlag bis hin zum Studio von der Arena. Das Studio ist neu eingerichtet worden und ist somit der Stolz von der SRF. In diesem Studio werden auf SRF Info die Nachrichten in Gebärdensprache übersetzt. Dann hat es noch einen kurzen Blick hinter dem Glas von einer Live-Regie gegeben und am Schlusslicht haben wir noch einen leeren Regieraum besichtigt mit Monitoren, soweit das Auge reicht. Eine Führung ist zu Ende gegangen, aber wir sind nicht schlimmer als vorher. Doch es ist sehr informativ gewesen.